Ganz kurz in English. Today we'll have a look at a simulation and we'll bake the simulation of a sphere falling onto a plane into keyframes. Keyframes are easier to handle and more predictable but uh, they lose the charm of the dynamic fields of course. So it's two worlds basically which we transfer one into another and at the end we add a motion trail to make this whole thing look really cool. Wir beschäftigen uns heute damit, wie wir eine Animation, die aus Kraftfeldern zustande kommt, in Keyframes umrechnen, die man leichter handeln kann als die Simulation, die immer ein bisschen unberechenbar ist. Und außerdem äh, als kleines Sahnehäubchen am Schluss machen wir noch einen Motion Trail drauf. Dann sehen wir die Bewegung nämlich viel besser. Gut, fangen wir an. Nehmen wir bei Curves Surfaces eine Kugel. Und diese Kugel bewegen wir etwas nach oben, denn die soll runterfallen. Ich bin hier bei FX, also Special Effects geht zu Fields Solvers und ich könnte jetzt dieses Ding in einen aktiven Festkörper umwandeln, brauche ich aber nichts, wird nämlich automatisch zu einem aktiven Festkörper, wenn ich Gravity anwähle. Die Kugel fällt jetzt einfach mit der Schwerkraft, also mit einer R-Quadrat-Funktion nach unten. Ich wähle die Kugel wieder auf aus, denn ich möchte gerne, dass sie auch ein bisschen Turbulenz äh, abgibt. Und bei der Turbulenz, ähm, da habe ich hier ein paar andere Einstellungen als ihr vermutlich. Ich habe die jetzt ziemlich hoch gestellt und die Attenuation, das ist die Wirkung auf die Distanz, etwas runtergesetzt. Und ähm, dann sieht es so aus, ihr seht, wie die so komisch darum schwebt. Ja? Äh, das ist ein bisschen eine Zufallsfunktion drin und die ist sehr sensibel bei Änderungen dieser, dieser Werte hier. Ich kann das noch ein bisschen runtersetzen und kriege eine ganz andere Bewegung. Hier, ne? das geht dann plötzlich so nach oben, schwankt dann nach oben. Jo. Ähm, nun soll die Kugel aber was tun. Und zwar soll sie auf äh, eine Fläche auftotzen. Und die Fläche setze ich hier in die Welt, ta Taste R, um die Fläche zu vergrößern. Und äh, die ist im Moment nicht hart, das heißt, die Kugel wird durchfallen. Zack, ist sie unten. Und die mache ich hart, indem ich ihr, ihr aus ihr einen... Äh, passiven rigid body machen. Das bedeutet nur hart, sonst nichts. Ich könnte auch einen aktiven rigid body draus machen, dann würde die Kugel die Fläche wegdotzen. Dann könnte ich die Fläche sehr, sehr schwer machen. Ich könnte ihr eine sehr hohe Masse geben, dann wird sie richtig träge sein wie eine dicke Stahlscheibe. Aber das brauche ich jetzt alles nicht machen. Passive rigid body und dann sieht die Simulation so aus. So. Ähm, ich sehe, dass die Kugel gerne nach der hinten weggehen möchte ich, werde das auch erlauben, aber ich ziehe die Fläche dann ein bisschen dahin, damit noch etwas mehr dotzen. Übrig bleibt so ungefähr. Alles klar, vielleicht auch noch am Anfang etwas höher, dann wird die Bewegung noch mal anders. So, genau. Die Bewegung der Kugel ist völlig unberechenbar, weil sie sich wirklich nur nach diesen Kraftfeldern äh, orientiert und mehr nicht. So, jetzt will ich die Kugel ein bisschen schöner machen und gebe ihr ein neues Material. Und dann nehme ich mal, weil es einfach hier gerade ist, ein, ähm, ein dunkles Rot zum Beispiel. Ähm, da ist sie dunkelrot. Und ähm, jetzt, die macht also immer auf diese Simulation, solange ich nicht andere Kraftfelder äh, einführe oder die Schwerkraft ändere, macht die immer dieselbe Bewegung. Es wird immer gleich bleiben und ich kann mir das von allen Seiten aus angucken. Ähm, das ist die Bewegung, die diese Kugel macht. Sie macht dabei Drehungen und so weiter. Ohne das Turbulenzfeld würde das äh, auch dotzen, aber natürlich dann in eine Richtung und fertig. Und ihr seht, die Grundfläche ist hart, aber sie bewegt sich kein bisschen, wenn die Kugel hier drüber dotzt. Jetzt möchte ich gerne das in Keyframes bacon. Und ähm, die Keyframes werden hier unten erscheinen. Und ähm, im Moment habe ich keine Keyframes. Das ist eine Animation ohne Keyframes, ohne dass festgelegt wird, wo das Ding zum Beispiel bei äh, 35 Einzelbildern sein wird. Das wissen wir nicht. Wir können es so, so weit vorfahren ähm, und checken, wo es dann bei 35 ist. Aber wir können es da nicht anpacken. Und deswegen baken wir diese, wir verpacken sozusagen die Simulation und das geht auf folgende Weise. Wir müssen zu den Keyframes, denn es, die interessieren uns und die sitzen bei Edit und Keys. Und äh, da kann man mit äh, kann man Keyframes, wenn man sie hat, einsetzen, ausschneiden, kopieren und so weiter. Oder auf bestimmte Stellen snappen. Man kann zum Beispiel eine Animation verdienen, also dass etwas am Anfang schneller geht, am Ende dann langsamer. Aber uns interessiert Bake Simulation und wenn wir die Einstellungen im Einzelnen haben wollen, klicken wir hier auf dieses Feld. Aber uns ist es wurscht, denn die Standardeinstellungen passen schon. Und in der kurzen Zeit von jetzt einem um Bruchteil einer Sekunde sind hier unten und zwar an jedem Einzelbild ein Keyframe entstanden. Ich hätte auch sagen können, ich will nur jedes dritte, aber es ist eigentlich völlig egal. Ich will nun dieser Kugel auch ihre Simulation wegnehmen, damit hier überhaupt nichts durcheinander kommt. Und äh, dazu gehe ich Edit und Delete bei Type History. Ich nehme einfach die ganze Geschichte raus aus, aus, dem, aus dieser Kugel und hier unten äh, liegen noch die Kraftfelder symbolisch herum und diese Fläche und das lösche ich jetzt auch noch. Und wenn ich die Animation, das ist jetzt keine Simulation mehr, ablaufen lasse, macht die Kugel exakt die gleiche Bewegung, nur hat sie jetzt eben die Keyframes da unten drin, die ihr hier seht. So, und jetzt gibt es hier noch ähm, ein Animationsreiter. Und in diesem Animationsreiter äh, befindet sich dieses Icon hier. Damit könnt ihr die ganze Animation zu einem kleinen Film äh, machen. Das ist ein Screen Capture. Äh, Ding. Es ist es, Ich weiß nicht, wozu man das braucht, vielleicht um dem Kunden jetzt zu zeigen, so wie die Animationen ablaufen. Ein Klick darauf, den mache ich jetzt nicht und es wird ein Film, ein AVI-Film gerechnet von dieser ganzen Animation. Das zweite Ding macht mir aber einen Motion Trail, wie das Ding heißt, wie das Objekt heißt, was jetzt eingeführt wird. Und hier ist er. Der, ich finde ihn sehr elegant. Ich weiß nicht, seit wann es ihn in Maya gibt. Man kann eigentlich nicht viel damit machen, aber man sieht, wie die Animation läuft und wie komplex sie läuft. Ja. Eine wirklich schöne, schöne Linie. Man kann diesen Motion Trail auch noch mit den Keyframes versehen. Das heißt, dann würden Zahlen darauf erscheinen. Man kann ihn breiter machen und das findet man alles hier oben bei den. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo er sitzt bei den Motion Trail Eigenschaften hier zum Beispiel. Ja, das war dann unser kleines Tutorial zum Thema, wie man eine Simulation in Keyframes ändert und wie man am Schluss auch noch zeigt, wie diese Kugel sich bewegt auf einem jetzt festgelegten Pfad.